Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin zwar noch nicht fertig gerichtet, wollte euch aber gleich ein bisschen morgens mitnehmen durch meinen Tag. Ich habe jetzt gerade den Frühstückstisch aufgeräumt und für Mike ein bisschen was vorbereitet zu malen. Der sitzt jetzt brav dort und malt ein bisschen. Ich habe euch ja in meinem letzten Video erzählt, dass ich bei Best Secret auch noch ein bisschen was bestellt habe. Das ist gestern gekommen. Ich dachte, ich zeige euch das noch kurz und dann mache ich direkt wieder weiter mit dem Haushalt. Ich muss nämlich vieles aufarbeiten von der Elternzeit. Ich glaube, ich habe es euch ja schon erzählt und bin aber mittlerweile gut vorangekommen, muss ich sagen. Zumindest bei der Küche ist auch wieder so eine Grundordnung da. Dort war nämlich viel Chaos, aber das muss ich jetzt auch gleich noch wieder aufräumen, gerade vom heute Morgen, wo ich die Lunchboxen gerichtet habe und Frühstück gemacht habe etc. Mit der Wäsche bin ich auch so langsam immer halt weiter dabei sozusagen. Es ist immer noch sehr viel Wäsche zu waschen, aber es wird besser und besser. Auf jeden Fall zeige ich euch kurz den Haul. Und zwar habe ich schon für Mike und für Sophie neue Turnschuhe fürs Frühjahr halt sozusagen gekauft, weil es ja mittlerweile auch ab und zu mal Tage gibt, wo es wärmer ist, wo man halt wieder Turnschuhe anziehen kann. Aber ihre vom Herbst sozusagen, die sind jetzt halt schon ja, ein bisschen zu klein und deshalb mussten neue her. Die ich jetzt hier bestellt habe, sind aber jetzt komischerweise ein bisschen zu groß. Das heißt, ich habe die jetzt gerade heute nochmal eine Nummer kleiner bestellt. Ja, diese Marken fallen halt irgendwie größer aus wie die letzten, die sie hatten. Auf jeden Fall habe ich bei Sophie einmal hier diese Schuhe bestellt. Die sind von Polo, glaube ich, ne? Und sind richtig, richtig schön, aber wie gesagt, leider eine Nummer zu groß und die habe ich jetzt nochmal kleiner bestellt, weil ja, die gefallen mir sehr gut und die haben auch Sophie gut gefallen und sie hat gesagt, sie will unbedingt die gleichen wieder haben. Bei Mike ist es dasselbe, die hatten im Herbst halt die Tommy Hilfiger Turnschuhe und ich glaube, die fallen einfach kleiner aus und ich habe mich halt an die Größe orientiert und habe einfach eine Nummer größer bestellt und da sind die jetzt halt eben zu groß. Bei Mike habe ich nämlich die hier von Nike bestellt, aber ja, die müssen auch wieder zurück, aber ich habe genau die gleichen wieder bestellt, weil die auch richtig süß aussehen bei ihm und ja, die sind auch so zum Reinschlupfen mit so einem Gummi hier, wo er einfach selber die Schuhe anziehen kann. Finde ich richtig gut. Und ja, genau. Also die habe ich gerade einfach nochmal bestellt. Und was ich richtig feiere, ist dieser wunderschöne Matschanzug. Ich weiß gar nicht, ob man sich so über einen Matschanzug freuen kann. Aber ich freue mich darüber, weil der sieht so schön aus. Der hat so einen richtig schönen Farbton. Ich kann den gar nicht so wirklich beschreiben. Der ist so eine Mischung aus Blau und Grün. Und der hat solche goldenen Knöpfe hier. Und der sieht so süß aus. Ich kann das gar nicht bei der Kamera so wirklich zeigen. Ich habe ihn ein bisschen größer bestellt. Also der ist ein 104. Und das ist für Mike noch ein bisschen, sage ich mal, locker. Also sehr locker. Aber dann reicht ihm der auf jeden Fall noch für den nächsten Herbst und vielleicht sogar auch für den nächsten Frühling. Und er sieht so süß in diesem Anzug aus. Ich sag euch, von welcher Marke der ist. Der ist von Mama Kopenhagen. Genau. Und ja, da gab es noch eine Hose dazu. Ist in dem gleichen Farbton. Und was mir hier eigentlich ganz gut gefällt, dass da keine so Träger sind, sondern einfach hier so ein Gummizug, wo man dann einfach festmachen kann. So. Irgendwie fand ich das ganz praktisch. Genau. Dann hat der Mike noch drei Pullis bekommen. Einmal hier den hier. Der ist von Haston Clare. So. Richtig süß. Und dann von Calvin Klein so ein Pulli und der gefällt mir auch richtig gut, der macht eine richtig schöne Figur, der ist so ein bisschen länger, der geht quasi so über den Po, das ist von Abercrombie Fitch, oder? Ja. Oder sagt man nur Abercrombie, aber naja, schaut, so schreibt man das.
Genau. Richtig, richtig cool. So, das war's schon und jetzt mache ich weiter Haushalt. So, der Mike, der malt ja gerade. Ja. Ich habe hier noch so ein so ein großes Blatt. Auf der anderen Seite ist schon was drauf und ja, die liegen schon so länger rum. Ich dachte, die kann man mal hier verwenden. Zum Malen, das ist ja ganz gut. Da habe ich auf der Rückseite, ich zeige das mal kurz. Schlag das Paar steht drauf. Das habe ich mir, da habe ich mal so ein Spiel gemacht an Silvester, wo Freunde hier waren, wo wir gefeiert haben. Da habe ich mir quasi so ein Spiel überlegt und habe dafür halt so Plakate gebraucht. Und die verwenden wir jetzt nach und nach. Ich wollte jetzt hier noch Geschenke einpacken. Wir gehen nämlich heute noch auf den Geburtstag. Und das Geburtstagskind hat sich... Was war das denn? Ja, das sind die Geschenke für Emi. Das Geburtstagskind hat sich im Spiele... Willst du gucken? Ich zeig's dir gleich. Mama, wir gucken. Okay, der Mike möchte echt gucken. So, also ich wollte erzählen, dass das Geburtstagskind sich ein paar Spiele selber ausgesucht hat oder Geschenke ausgesucht hat im Spieleladen und wir haben uns dort einfach dann quasi etwas dort rausgeholt. Sie hatte einmal hier dieses Buch drin, das haben wir genommen. Dann hier so eine Puppe, dann hier Nagellack und dann habe ich das hier noch geholt, weil auch noch ein Kind da ist beim Geburtstag, wo Geburtstag hatte, aber nicht gefeiert hat und ja, quasi nachträglich auch noch eine Kleinigkeit. So, ich mache jetzt noch schnell so einen Kuchen. Das ist ein ganz einfaches Rezept und ich liebe das total. Ich packe euch das unten in die Infobox und zwar muss man einfach alle Zutaten zusammenrühren und dann in eine eingefettete Kastenform rein und dann, ich glaube, 40 Minuten bei 200 Grad in den Backofen machen. Genau, und dann dekoriere ich das und dann ist das quasi wie so ein trockener Kuchen, aber der ist gar nicht so trocken. Der ist ja, schon sehr saftig, da ist nämlich auch Öl drin und super lecker. Und genau, den nehme ich auf jeden Fall nachher noch mit. So, der Mike, der hat jetzt hier fertig gemalt und der kleine Niki ist auch hier. Ich ziehe mir auch gleich den Schlafsack aus. Ich hab hier das Bett jetzt hier unten. Das kann ich auch überall so hin und her schieben. Ich habe jetzt gerade die Sophie vom Kindergarten abgeholt und die beiden Großen sind draußen im Garten, fahren ein bisschen mit ihren Fahrzeugen rum. Ach, ich kann es kaum erwarten, wenn es mal wirklich Frühling ist und die wieder im Garten spielen können. Ich finde das so herrlich, das war immer so direkt nach dem Kindergarten, einfach Terrassentür offen gelassen und die können einfach rein, raus, so wie sie möchten, können sich bewegen, frische Luft und so. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon mega drauf. Der Kuchen ist fertig, den habt ihr ja gesehen. Das wird auch eine Punktlandung, glaube ich, weil die Schokolade ist noch nicht ganz hart. Und bis wir dann aber fahren, ungefähr so eine halbe Stunde geht's los, dann müsste es eigentlich gehen. Und genau, der Niki, der saß jetzt gerade das allererste Mal im Fahrradanhänger drin. Also nicht, ich bin nicht Fahrrad gefahren, sondern ich habe einfach so geschoben. Wir haben von Thule so ein Geschwister-Fahrradanhänger und da gibt es auch so eine Einlage, wo man eben für Babys reinmachen kann und wir hatten das schon damals bei Mike benutzt, war super und ja, er ist jetzt 4 Monate, der Niki, und dachte ich, könnte man mal probieren, schon ihn so ein bisschen so da reinzulegen, also er sitzt ja nicht, er liegt noch und aber für ganz kleine Babys ist das noch, ja, ist das nicht so geeignet, aber ich denke, mit 4 Monaten ist das schon ganz in Ordnung. Und ja, er mochte es, also, beziehungsweise, gut, ich kann ihn ja nicht fragen, aber er hat nicht geweint. Er hat nach vorne geschaut, ne? Das ist ja das Positive, man kann halt nach vorne gucken. Und beim Kinderwagen liegt er ja drin und das mochte er ja nicht. Und ich kann mir aber vorstellen, wenn wir beim Kinderwagen auch den Buggy-Aufsatz
drauf machen, dass er das auch mögen wird. Aber das ist noch ein bisschen zu früh, weil ja beim Buggy ist halt schon so, ja, es ist schon, manchmal kommt das Schwäbische durch, manchmal ist es halt schon so, also es ist beim Buggy schon so, dass man so ein bisschen sitzt und die Unterlage ja schon hart ist. Bei dem Thule Fahrradanhänger, bei der, diesem Babyaufsatz, ist das wie so eine Hängematte quasi, ne? Es ist so rund und weich und da ist es gemütlicher. Genau, also ich räume jetzt noch ein bisschen da die Küche hinter mir auf und ja, dann fahren wir auch schon gleich. Später, ich habe euch ein bisschen gezeigt, wie ich den Abstellraum noch aufgeräumt habe. Ja? Guck, du musst einfach so, ja? Ja, ich habe euch ja ein bisschen gezeigt, wie ich den Abstellraum aufgeräumt habe. Da bin ich jetzt durch. Also der Abstellraum ist jetzt eigentlich tippitoppi. Also ich bin zufrieden, so wie er jetzt ist. Ich habe euch ja auch ein Video abgedreht und hochgeladen. Also das ist gerade mein letztes Video, das ich hochgeladen habe. Der Mikey hat ein bisschen Husten, Sophie auch, aber sonst geht's ihm gut. Sophie hatte gestern ihre erste Schwimmstunde. Sie nimmt nämlich aktuell Schwimmunterricht, damit sie das Schwimmen lernt. Ich hoffe, es gelingt ihr auch in den paar Stunden, die sie dort hat. Ansonsten müsste man nochmal einen zweiten Kurs belegen. Ja, genau, waren wir jetzt auf jeden Fall gestern das erste Mal dort. Ich werde heute Haushalt machen. So die Grundreinigung, sage ich mal, für die Woche, für das Wochenende. Aufbauen. Heute ist Donnerstag und aufbauen. Ich baue kurz für Mike etwas auf. Ja, meistens ist es so, dass ich am Freitag für das Wochenende aufräume, aber morgen ist der Kindergarten zu. Sophie ist zu Hause und ich habe mir eigentlich überlegt, dass wir dann den ganzen Tag etwas gemeinsam machen. Aber dadurch, dass die jetzt Husten haben, muss ich jetzt noch mal schauen, ob wir rausgehen und eben einen Ausflug machen oder ob wir zu Hause einen kreativen Tag einbauen mit Wasserfarben malen oder basteln, Osterdeko basteln vielleicht. Wasser auch. Wasser auch. Nein, Wasser. Wasser?
Nein. Wasserfarben? Ja. Wasserfarben. Genau, also da schaue ich mal. Aber auf jeden Fall, morgen möchte ich dann keinen so Ausputz machen, sondern eben nur halt die Dinge, die man sowieso jeden Tag machen muss, wie Küche aufräumen und so. Da kommt man nicht drum herum, aber so die meiste Zeit einfach mit den Kindern etwas. So, aber jetzt vormittags werde ich auf jeden Fall nutzen und Haushalt machen und den Grundputz sozusagen. Nachmittags habe ich einen Termin mit der Sophie in der Schule. Genau, wir sind ein bisschen aufgeregt, weil ja, wir möchten ja, also Sophie möchte auch, dass sie dann in die Schule geht ab dem neuen Schuljahr. Und wir haben jetzt eben einen Termin bei unserer Wunschschule. Und wir hoffen, dass wir dort einen Platz bekommen, weil dort sehr viele Anfragen sind. Es ist eine Privatschule und es einfach auch möglich ist, dass sie dann halt keinen Platz bekommen, wenn die Schule eben schon voll ist. Aber wir hoffen, dass Sophie einen Platz bekommt. Und heute ist eben ein Termin, um einfach sich so ein bisschen kennenzulernen. Und genau, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Der Mike spielt sehr gerne mit Autos. Er macht, baut sich gerne diese Tutut-Autobahn hier auf. Ja, dann stell sie irgendwo anders hin. Du kannst sie auch ins Parkhaus stellen. Hä? Du kannst es auch ins Parkhaus stellen. Das Auto. Ein Auto ist übrig geblieben. Ja, oder auf der Straße, genau. Kannst du da auffahren. Ich bin gerade ein bisschen fertig. Weil es hat heute Nacht richtig stark gestürmt und es stürmt immer noch sehr. Und ich hatte heute Morgen den Rollladen hochgemacht und dann habe ich ja Haushalt und so gemacht oben und habe gar nicht rausgeguckt. Und jetzt gerade, wo ich anfangen wollte, hier die Küche aufzuräumen, habe ich so nach draußen geguckt und bemerkt, dass unser Trampolin quasi auf der Schaukel drauf lag. Auch mit dem, also dieses Sprungnetz quasi lag komplett auf der Ecke von der Schaukel. Die Stangen sind komplett verbogen. Das Netz ist gerissen. Mama. Man hätte wahrscheinlich das Netz drumherum abnehmen müssen, damit sich die Stangen nicht biegen und es auch nicht so abheben kann. Wir haben das an einer Seite befestigt mit so Spanngurten an die Schaukel dran. Die Schaukel ist befestigt in den Boden, das Trampolin nicht. Das haben wir eben nur mit den Spanngurten an die Schaukel gemacht. Und bisher ist noch nie was passiert. Und jetzt war wahrscheinlich der Sturm doch zu stark. Auf jeden Fall ist jetzt das Trampolin, ja, komplett zerstört. Wir können froh sein, dass das nicht irgendwie, dass die Schaukel sich noch gehebt hat oder so und das Trampolin uns noch gegen das Haus geflogen ist oder so. Das wäre super gau. So, ihr Lieben, ich habe jetzt ein bisschen Haushalt gemacht, mich ein bisschen abgelenkt. Werde jetzt mit Mike ein bisschen spielen, nebenbei noch ein Video schneiden und dann, ja, sehen wir uns bald wieder, hoffentlich dann mit ein bisschen besserer Laune. Naja, also, ich wünsche euch was, wir sehen uns bald, bis dann, tschüss!